Ich habe für einen Begleitservice gearbeitet. Er nennt sich Mayfair. Sie haben eine ausgesprochen gute Kundschaft. Irgendwelche Geschäftsleute von außerhalb dieser Preislage. Und Sie sind mit denen ausgegangen? Ja, mehr oder weniger. Geleitet wird die Agentur von Marty Belmont. Ein echt übler Gangster. Er hat den Service benutzt, um seine Kunden zu beobachten und dann zu erpressen. Manchmal mussten die Mädchen Minisender tragen. Und ich habe auch davon gehört, dass er gefilmt hat. Und wie haben die Schwierigkeiten angefangen? Als ich da nicht mitmachen wollte, hat sich Belmont in den Kopf gesetzt, dass ich ihn verpfeifen würde, bei den Bullen natürlich. Und dann hat er seine Männer geschickt, um mich fertig zu machen. Dann waren die Männer, die uns überfallen haben, mit Sicherheit also Belmonts Männer? Ja, hundertprozentig. Wären Sie bereit, gegen sie auszusagen, wenn es sein muss, vor Gericht? Ja, ich werde aussagen. Ja, ich beantrage einen Haftbefehl und die Genehmigung einer Hausdurchsuchung für morgen früh. Martin Belmont, Mayfair Escort Service, 232 West, 52. Betrug, Erpressung und schwerer Überfall. Für den Anfang. Ich habe eine eidesstattliche Aussage. Danke, Joe. Okay, wir sind soweit. Überall können Sie hin, nur nicht in Ihr Apartment. Und wo soll ich hingehen? Eine Freundin von mir hat sich vor kurzem ein kleines Haus gekauft. Es ist nicht besonders luxuriös, aber bedeutend sicherer. Es erwartet Sie dort jemand mit dem Schlüssel. Okay. Larry wird Sie mit dem Wagen hinbringen. Ich möchte, dass Sie mich anrufen, gleich wenn Sie da sind. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, hm? Carol, sind Sie sicher, dass Sie das Risiko eingehen wollen? Tun Sie es nicht mir zuliebe und tun Sie nichts, wobei Sie ein schlechtes Gefühl haben. Ich mache das wirklich für mich. Okay. Das ist gut. Nicht zu fassen. Schon zum zweiten Mal. Ich habe den Wagen vor der Tür geparkt und Sie haben ihn abgeschleppt. Du kommst zu spät. Sie ist tot. Und du auch gleich. Nicht so hastig, Baby. Fragst du mich, du Idiot? Kontrolliere alle Zimmer. Hier ist sie nicht. Nein, muss sie ja sein. Hier auch nicht. Du weiter. Hier ist sie auch nicht. Irgendwo muss sie ja sein. Komm mit. Da muss sie drin sein. Leg die Tür auf. Sie will zur Treppe! Ah!
Nicht schlecht. Sag gute Nacht. Sehr merkwürdige Verletzungen. Habe ich noch nie gesehen. Nach der Obduktion wissen wir mehr. Haben Sie schon irgendwelche Anhaltspunkte? Nein. Sie sind ziemlich verstümmelt worden. Sieht aus wie von einem Raubtier. Lieutenant, haben Sie mal eine Sekunde Zeit? In dieser Stadt gehen merkwürdige Dinge vor. Und wenn ich das so sehe, vielleicht noch merkwürdigerer unter der Stadt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ich werde es herausfinden. Ich schulde dir so viel. Einfach alles. Du schuldest mir nichts. Ich bin ein Teil von dir, so wie du ein Teil von mir bist. Wo immer du hingehst, wo auch immer ich bin bei dir. Leb wohl. Ich sehe dich wieder.